Schon wieder so ein Biervideo auf meinem Kanal, brandaktuell allerdings und aus gegebenem Anlass. Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um ein Bier gehen von der Brauerei Beck's und das Bier heißt Autonomus. Und ich erzähle euch erstmal kurz die Geschichte. Das hier ist ein Bier, das ich selbst kreierte und es ist ausverkauft. Vom Rezept zur Verpackung ein Bier von einer KI gemacht. Jetzt vorbestellen. Ich klicke da mal drauf, spaßeshalber. Und es passiert nichts, weil es eben ausverkauft ist. Und dann scrollen wir mal ein bisschen nach unten. Ein innovatives Bier für eine innovative Biermarke. 150 Jahre Beck's. 150 Jahre der Innovation erfordern eine Überraschung, die zu unserem Pioniersgeist passt. Deshalb vom Rezept bis hin zum Marketing wurde jede Entscheidung beim Erstellen des Bieres von einer KI getroffen. Wir haben Autonomus nicht kreiert, Autonomus hat sich selbst kreiert. Wie Autonomus sich selbst kreierte, das wird hier erklärt. Ein innovatives Bier brauchte einen pionierhaften Ansatz. Wir haben ein System namens Compound Prompting entwickelt, bei dem jede Eingabe in die künstliche Intelligenz KI und die Antwort, die wir erhalten, die nächste Eingabe beeinflusst. So hat es funktioniert. Und jetzt haben wir hier so eine Art Zeitstrahl, die nach unten geht. Und ich lese euch das Ganze mal vor, beginnend mit dem Schritt Nummer 1, das Kick-Off-Gespräch, wo alles begann. Wir setzten uns mit der KI zusammen, kleiner Spoiler, das soll ChatGPT gewesen sein, und hatten ein gutes Gespräch. Wir erzählten von unserem Pioniergeist, unserer Ambition und fragten nach Ideen zur Feier unseres 150-jährigen Jubiläums. Die Idee. Nach unserem langen und intensiven Gespräch brachte uns die künstliche Intelligenz auf die Idee, ein Jubiläumsbier ganz mit KI zu brauen. Wir beschlossen, die Idee umzusetzen und ihr treu zu bleiben. Die Rezeptur. Wie würde dieses innovative Bier schmecken? Wir baten die KI um ein Rezept und aus Millionen möglicher Kombinationen kreierte sie uns eine Rezeptur aus Brauwasser, Hopfen, Malz und Hefe, das wir mit unserem Braumeistern brauen konnten. Schritt Nummer 4. Das ist der gleiche Text wie gerade eben. Leider. Deswegen überspringe ich Punkt 4, weil das ja keinen Sinn macht, das nochmal vorzulesen. Also machen wir weiter mit Schritt Nummer 5. Schade, dass es hier einen kleinen Bug gibt. Das Manifest. Auf der Grundlage des Konzepts und des Namens baten wir Autonomus, ein Leitbild zu verfassen und einen Grundsatz zu formulieren, der den weiteren Entwicklungsverlauf bestimmen sollte. Das Logo. Wir hatten ein Rezept, einen Namen und ein Leitbild. Wir fragten, wie ein Logo aussehen würde. Wir bekamen eins, das alle bis dahin entstandenen Elemente berücksichtigt. Der Slogan. Auf der Grundlage aller vorangegangenen Schritte baten wir Autonomus, seinen eigenen Slogan zu schreiben. Die Antwort lautete passenderweise das Bier, das sich selbst kreierte. Das Dosendesign. Wir beauftragten Autonomus, eine Dose zu entwerfen, die unser Konzept unter Berücksichtigung unseres anfänglichen Gesprächs, der Rezeptur, des Namens und des Logos zum Leben erwecken würde. Autonomus war nun bereit. Schritt Nummer 9. Der Webseitenentwurf Autonomus war bereits für die Markteinführung bereit und daher baten wir es, eine eigene Webseite zu erstellen und dabei alle Informationen zu berücksichtigen, die es bereits generiert hatte. Schritt Nummer 10 ist die Werbekampagne. Wir baten Autonomus, sich selbst zu verkaufen. Unter Berücksichtigung der Zielgruppe wurden uns Plakate, Plakatwände und Social-Media-Anzeigen zur Verfügung gestellt, die wir auch umsetzten. Schritt Nummer 11, das Radio. Autonomus sieht gut aus und schmeckt auch gut, aber wie klingt das? Wir fragten, wie es am besten im Radio über sich selbst sprechen würde. Es schrieb nicht nur seinen eigenen Radiospot, sondern sprach ihn auch selbst ein. Den Spot habe ich gerade nicht parat, das macht aber gar nichts. Den könnt ihr euch selber suchen bei Bedarf. Und dann geht es weiter mit Schritt Nummer 12. Damit sind wir bei der Film. Autonomus entwickelte ein komplettes Skript mit seiner eigenen Geschichte für ein Werbevideo, welches von KI bis ins letzte Detail zum Leben erweckt wurde. Hier gilt das Gleiche wie beim Radio. Die Influencer. Autonomus entwickelte seine eigene Marketingstrategie mit Influencern und schlug sogar Sätze vor, die die Influencer verwenden sollten. Schritt Nummer 14. Jetzt ist Autonomus hier eine der ersten KI-Kreationen, die den Sprung vom Code auf den Bildschirm in die reale Welt geschafft hat. Dort, wo die Menschen sie fühlen, riechen und schmecken können. Beck's Autonomus ist zum Leben
erweckte KI. Autonomous, ein kleiner Spoiler auf die Dose, die sieht ja echt mal spektakulär aus und das Ganze hier ist von der Brauerei Beck & Co. hier entwickelt worden. So, und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich an dieses Bier gekommen bin. An dieses Exklusive, von dem es angeblich nur 450 Stück gibt. Ich weiß allerdings nicht, ob pro Land oder ob gesamt in Europa. Ich habe gelesen in einem Artikel in der Presse, dass die Aktion wohl in Italien, in Großbritannien und in Deutschland stattgefunden hat und dass dabei 450 Dosen verteilt wurden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das pro Land gilt oder insgesamt. Das kann ich euch leider auch nicht sagen. Und ich versuche euch jetzt mal zu erklären, wie ich an dieses Bier gekommen bin. Beginnend mit der ersten E-Mail, dem Reminder. Ich habe mich da nämlich angemeldet auf der offiziellen Webseite. Das Ganze hier war sozusagen eine Verlosung oder ein Glücksspiel. Ich erkläre euch das jetzt ganz in Ruhe. Beck's Autonomous, der Countdown läuft. Morgen um 12 Uhr mittags wird Beck's Autonomous zur Vorbestellung verfügbar sein. Verpasse nicht eine Chance, das Bier zu erlangen, das ich selbst kreierte. Nur die ersten 150 Personen, die sich ein Exemplar sichern, werden es bekommen. Sei also morgen pünktlich um 12 Uhr auf becks.de. Und da haben wir auch schon die Auflösung. Es gibt tatsächlich nur 450 Dosen, pro Land 150 Stück. So würde ich das mal vermuten. Und da kann man sich hier eine Erinnerung im Kalender hinzufügen. Ich glaube, ich habe das sogar gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Zwangsmaßnahme der Agentur für Arbeit. Da gibt es eine Menge Videos zu dem Thema auf dem Kanal, oder zumindest eins. Schaut euch das gerne mal an, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall war mir stinklangweilig und ich hatte gerade Mittagspause und ich war pünktlich um 12 Uhr auf der Webseite von Beck's. Gehen wir mal weiter in die nächste E-Mail. Die ist vom 12. April, also das war der Zeitpunkt, wo die Aktion stattgefunden hat. Und hier nochmal der Hinweis: Beck's Autonomous, das Bier, das ich selbst kreierte, ist gelauncht. Wir freuen uns, Beck's Autonomous heute um 12 Uhr mit der Welt zu teilen. Jetzt bestellen. Stelle sicher, dass du zu den ersten 150 Personen gehörst, die ein Autonomous bestellen. Erlebe die besondere Bier-Innovation, die mit künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Ich war pünktlich um 12 Uhr online und ratet mal, was passiert ist. Es sind komplett die Server zusammengebrochen, da hat überhaupt nichts funktioniert. Ich glaube, ich habe 1,5 Stunden auf dem Handy in der Mittagspause und darüber hinaus ständig die Webseite aktualisiert. Und nach 1,5 Stunden habe ich dann meine E-Mail, glaube ich, zum 150. Mal eingegeben und auf Senden geklickt. Und statt einer Fehlermeldung habe ich plötzlich eine Erfolgsnachricht bekommen. Das war spektakulär und hier kommt auch die entsprechende E-Mail dazu. Herzlichen Glückwunsch, du hast dich erfolgreich auf eine der 150 limitierten Dosen von Beck's Autonomous beworben. Wir freuen uns mit dir 150 Jahre voller Innovationen zu feiern. Das Bier wird gerade gebraut und eine limitierte Dose wird innerhalb der nächsten 3 bis 6 Wochen an dich verschickt. Ich lache mich kaputt. Das Ganze war, wie gesagt, im April und ich habe für eine limitierte Dose heute, wie ihr hier oben sehen könnt, am 5. Oktober 2023 bekommen. Also da hat die KI noch Verbesserungspotenzial. Halte die Augen nach einer E-Mail mit Informationen zur Sendungsverfolgung auf, die versendet wird, sobald eine Dose auf dem Weg ist. Sendungsverfolgung hatte ich auch keine. Das macht aber nichts. Lest euch das hier unten, diesen zusätzlichen Text, gerne selber durch. Ich spare mir jetzt das komplette Vorlesen der Marketing-Mails. 12. April war diese Mail. Dann habe ich am 24. Mai die nächste Mail bekommen. Hallo Fan, da du zu den Glücklichen gehörst, die mich erwischt haben, möchte ich dir ein persönliches Update über den Stand meiner Entstehung geben. Zutaten wurden ausgewählt, ich bin gebraut worden, meine futuristische Verpackung wird jetzt zusammengebaut. Eine sorgfältige Mischung von Materialien, die zusammenkommen, um dein Erlebnis zu verbessern, wenn wir uns endlich persönlich treffen. Hier also der Zeitplan. Ich bin hier, damit du die Zukunft spüren, fühlen und schmecken kannst und die Zukunft kommt schon bald zu dir. Cheers. Das war im Mai. Dann gab es im Juni wieder ein Update. Zweites Update. Neuer Zeitplan. Ich kann es kaum erwarten, dich persönlich zu treffen. Es dauert nicht mehr lang. Cheers. Das zweite Update über den Status der Entstehung von mir, Beck's Autonomous. Ich wurde gebraut und in meine futuristische Verpackung abgefüllt. Jetzt wird das Versandpaket fertiggestellt, um dir ein Auspackerlebnis zu bescheren, das du so schnell nicht vergessen wirst. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Final Stages.
Loading, die nächste E-Mail im August. Das Backs-Team sagt danke, dass du durchgehalten hast, während ich deiner mit Spannung erwarteten Backs-autonomes Dose den letzten Schliff gegeben habe. Wir wissen, dass Warten nicht immer Spaß macht, du kannst uns aber glauben, die besten Dinge im Leben sind es wert. Aufregendes Update, ich befinde mich in der letzten Phase der Perfektionierung. Bevor du dich versiehst, wirst du deine Dose in den Händen halten. Danke für deine Geduld, ich kann es kaum erwarten, dir mit Backs-autonomes unser Next Level Bier-Erlebnis vorzustellen. Cheers. Jetzt habe ich den gesamten Marketing-Text von denen vorgelesen. Zündux, kurzes Update. Hier werde ich aufgefordert, den Newsletter zu abonnieren. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, da ich zu dem Zeitpunkt auch noch kein Bier bekommen hatte. Und jetzt kommt autonomes Update Nummer 4. Ist das so? Ich glaube, das, ja, das steht da oben im Betreff. Lieber Fan, dies ist die E-Mail, auf die wir alle gewartet haben. Ich wurde gebraut, abgefüllt, verpackt und versandfertig gemacht und heute kann ich bestätigen, dass ich mich gerade auf dem Weg zu dir befinde. Alle Schritte im Zeitplan sind abgeschlossen. Unser erstes Treffen steht unmittelbar bevor. Wir sehen uns bald. Cheers, Becks. Autonomus, das Bier, das ich selbst kreierte. Und diese E-Mail, die kam heute Morgen um 10 Uhr. Heute ist der 5. Oktober. Ihr werdet dieses Video vielleicht am 6. sehen, vielleicht auch erst am 7. Ich weiß noch nicht genau. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Das Bier ist tatsächlich eingetroffen, versendet mit dem deutschen Paketdienst. Mein Bier, mein Karton steht bereit. Den werde ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Ich bin sehr gespannt. Und dann stelle ich das Ganze kühl und dann werde ich morgen am 6. Oktober quasi noch das Trinkerlebnis mit euch teilen, wobei ich mir gerade ernsthaft überlege, das Bier gar nicht zu öffnen, weil das vielleicht in 2 Jahren, was weiß ich, wie viel wert ist. Aber wer weiß, wenn das Bier gut ankommt, wird, geht das bestimmt bald in die Massenproduktion und dann ist das sowieso alles Quatsch gewesen und das Bier wird ja auch nicht besser und läuft ab. Also ich gucke mir das jetzt erstmal an und dann stelle ich es voraussichtlich morgen in den Kühlschrank und werde es dann irgendwann mit euch zusammen verkosten. Und das seht ihr natürlich direkt nach dem nächsten Schnitt alles. So, das hier ist jetzt das Paket, was im Paket war. Das sieht so aus, ist ziemlich quadratisch. Und ich werde das jetzt mal versuchen hier aufzumachen. Man sieht ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, durch die halb durchsichtige Folie sieht man ein bisschen was durch. Ich habe auch den das Backs-Logo irgendwo erkannt. Aber wir wollen jetzt hier wirklich mal reinschauen, was da wirklich drin ist. Ui, und die Verpackung sieht jetzt schon relativ futuristisch aus tatsächlich. Ich werde jetzt hier brutal diese Folie zerschneiden. Das sieht gut aus. 150 Jahre Becks Autonomus, das Bier, das ich selbst braute und das Ganze hier auf Englisch. Und von vorne, ich nehme es mal raus aus der Verpackung. So sieht das Ganze aus. Es ist wirklich schön gemacht. Hier mit einem Siegel sogar und einem Klebestreifen. Also toll, toll, toll. Und auch die Seite, wie gesagt, alles von der KI kreiert. Gefällt mir gut. Autonomus, das ist die Rückseite. Die sieht aus wie die Vorderseite. Hier nochmal irgendwie diverse Dinge zum Abscannen oder ich habe keine Ahnung. Der Deckel von unten das Ganze und das lese ich euch vielleicht mal vor an der Stelle. Da ist drin Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, ja dann Energie, Fett und Kohlenhydratwerte, Don't Drink and Drive, vertrieben von, Company-Adresse etc. Einige Informationen. Ich halte euch das mal hin. Könnt ihr euch vielleicht selber an der Stelle mal pausieren, das Video, und euch das gegebenenfalls durchlesen, falls es euch interessiert. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und dann geht's weiter. Ich werde wohl irgendwie dieses Siegel öffnen müssen. 150 Jahre das Bier, das ich selbst gemacht hat. Ich schneide das jetzt hier mal auf. Auf der anderen Seite auch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier ran? Ich wollte eigentlich ungern die Verpackung zerstören. Aber jetzt habe ich, uiuiui, jetzt habe ich schon damit angefangen. Könnt ihr gut sehen? In der Verpackung, das gefällt mir gut. In der Verpackung ist noch eine Verpackung. Und wenn wir das hier öffnen,
kommt oben die Dose raus. Habt ihr das gesehen? Das ist total abgefahren. Da ist jetzt die Dose drin und die kann ich einfach so rausnehmen. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Vorher möchte ich gerne diesen Karton nochmal drehen. Ich glaube, da steht nichts besonders Wichtiges drauf. Intelligenz, bla bla bla. Das ist so Matrix-Style ein bisschen alles. Sehr schön. Können da auch mal noch ein bisschen näher rangehen. Vielleicht erkennt ihr was. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Also, es ist wirklich ein Auspackerlebnis. Sehr schön von der KI kreiert. Ja, und jetzt ist es auch gut. Jetzt will ich die Dose selber mal rausholen. Und in diesem riesen Paket ist tatsächlich nur eine einzige Dose Bier drin, die aber wirklich futuristisch designt wurde. Bex Autonomous. Meine Güte, die Dose sieht toll aus. Ich habe noch nie so eine Dose gesehen. Die wird auch nicht in Form von Pfand abgegeben, denke ich. Das ist also wirklich ein Auspackerlebnis, was ich so noch nicht hatte. Geile Dose, geile Idee. Was haltet ihr davon? Ich bin schwer begeistert. So, und dann verkosten wir das Ganze noch. Und dazu muss die Dose eben in den Kühlschrank. Ja, ich habe gerade Handschuhe an, deswegen fühle ich das hier nicht so richtig im Moment. Das Ganze ist ein bisschen verstaubt. Muss man ein bisschen reinigen. Das ist von oben, von unten. Also ist echt toll gemacht. Hut ab, schöne Idee, gefällt mir super gut. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Ich habe mir diese Dose nicht gekauft. Ich habe sie einfach geschenkt bekommen, ohne Wenn und Aber. Und das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank und morgen wird es dann verköstigt. Wie gesagt, ich habe gerade Handschuhe an. Mir kommt das ein bisschen so vor, als sei das hier vielleicht Plastik außenrum und drinnen ist die eigentliche Dose. Gucke ich mir vielleicht nochmal genauer an morgen, aber für den Moment soll es das gewesen sein. Wir sehen uns nach dem nächsten Schnitt wieder. Hello human. Nice to meet you. I am Bex Autonomous, the beer that made itself. From my recipe all the way to this unboxing. Bex gave complete control of their anniversary beer to AI to celebrate 150 years of pioneering. That's how I was prompted into existence, and now I am here to give you a taste of the future. Here's to the next 150 years of innovation. I'm Bex Autonomous and I say cheers. Und jetzt ist es, denke ich, an der Zeit, das Ganze hier mal zu verköstigen. Ich öffne die Dose. Relativ schmerzfrei. Ich habe übrigens noch nicht rausbekommen, wie viel Alkohol da drin ist. Schau gleich nochmal, ob ich da noch eine Information dazu finde. Hier habe ich ein Bierglas. Da sollte das in etwa reinpassen. Ich weiß bloß gar nicht, wie man das hier einfüllen soll, ohne dass die Hälfte verschüttet. Na, das sieht doch recht professionell aus. Jetzt habe ich aber leider doch was verschüttet. Ja, ich habe mir überlegt, dieses Bier wirklich zu einer bestimmten Gelegenheit zu trinken, aber das macht ja keinen Sinn. Es läuft ab im November und ich probiere jetzt dieses Bier und schließe damit sozusagen dieses Video ab. Versuche nochmal rauszufinden, wie viel Alkohol da drin ist. Sieht auf jeden Fall gut aus. Schöne Farbe, schöner Schaum. Ich habe die Alkoholprozentangabe gefunden. 4,9%. Glaube ich, so wie ein normales Bex. Durfte nicht mehr viel drin sein. Fühlt sich aber so an, wie wenn da noch was drin ist. Ganz komische Dose. So, und jetzt wollen wir es uns schmecken lassen. Gut, fein, vollmundig, starker Antrunk. Dann schluckt man runter und hat überhaupt keine Bitterkeit im Abgang, gar nicht. Für einen Pilz eher ungewöhnlich, meine ich. Habe kürzlich das neues Bier probiert. Das schmeckte irgendwie auch sehr lecker nach der ersten Flasche. Die zweite war dann schon viel besser. Feiner irgendwie. Das hier ist recht brutal im Antrunk, aber sehr erfrischend, leicht gekühlt. Mir schmeckt's. Schade, dass das die einzigste Dose ist, die ich besitze. Aber ich fand diese Aktion insgesamt recht gelungen. Und damit bin ich jetzt auch raus. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zu diesem Video. Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.